Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play The Evil Within 2. Mit merkwürdigen Stücken der Welt oder der Stadt Union, die hier rumschweben. Wir suchen immer noch nach unserer Tochter Lily, die sich hier drin irgendwo verstecken soll. Ich glaube nicht, dass wir da drin auf sie stoßen, aber ich denke, das ist zumindest der letzte Punkt, wo wir sie verfolgen und dann wird es weitergehen. So. Da haben wir wieder so ein Ölfass, das wir rein theoretischerweise umschmeißen und anzünden können. Hier können wir uns schon mal verstecken, gut zu wissen. Können wir hier hochklettern? Nicht so aus. Ich glaube, die können auch klettern, oder? Mache ich das jetzt am besten? Ich meine, ich könnte sie natürlich weglocken. In einer Flasche oder so. Ich weiß halt auch noch nicht, wo ich hier rein kann. Wenn ich den jetzt umbringe, wacht der andere dann da? Also merkt er das? Oder ist es so weit weg, dass er es nicht merkt? Merkt's wirklich nicht, geil. Ich komme mir wirklich vor wie Splinter Cell. Also ich habe Splinter Cell, glaube ich, einmal gespielt. Allerdings war ich da noch relativ jung und hatte noch nicht so viel Erfahrung mit solchen Spielen. Und fand es halt ziemlich schwer und habe dann wieder damit aufgehört. Aber es erinnert mich daran. Aber es finde ich nicht schlimm. Also mir gefällt das. Sehr schön. Das Problem ist halt da, dass wir so wenig Zombies umbringen, sammeln wir halt echt wenig Gel ein, ne? Ich hoffe mal, hier ist keiner drin. Oh, Schrotmunition, nice. Aber wir haben immer noch keine Schrotflinte. Aber ist ganz gut, wenn wir ein bisschen Schrotmunition finden. Sobald wir die dann haben, können wir dann auf die Munition zurückgreifen. So, ich glaube, die anderen lassen wir in Ruhe einfach. Klar wird hier noch irgendwo Zeugs liegen, aber wir wollen Lily finden. Also versuchen wir das jetzt auch. Ich sehe immer noch keinen Eingang. Ich glaube, wir müssen dann noch um die andere Ecke rum. Hat eine Axt. Okay. Sicherheitshelme, wichtig auf Arbeit. Don't drink and drive. Don't drink and be pregnant. Oh nein, es ist bestimmt ganz laut, wenn ich das jetzt anmache, oder? Liegt hier noch irgendwo was? Ich würde sagen, es sind keine Zombie-Stimmen hier drin, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Da oben drauf ist einer, scheiße, der könnte das hören, ich weiß es nicht. Geh mal weg. Okay, hat er nicht gehört. Sehr gut. Schießpulver. Oh, was ist das denn? Mysteriöse Maschine. Du hast das Gefühl, das schon mal gesehen zu haben. Kannst aber nicht genau sagen, wann oder wo. Auf jeden Fall sieht es ziemlich cool aus, also beschließt du es in deinem Zimmer aufzubewahren. Ach ja, wie die Maske. Sehr geil. Fuck, ich habe gedacht, das wäre so ein kleiner Hilfsroboter, mit dem man, also der an einer Seite von jemandem kämpft. Das sieht ja echt gefährlich aus mit seinem Gebiss. Aber hat irgendwie gar keine Augen oder irgendwelche Sensoren, die man sehen könnte. Mysteriöse Maschine erhalten. Passt zu dem mysteriösen Spiel. Okay. So, also ich glaube nicht, dass es so einfach ist, dass wir nur an dem Hebel ziehen und reingehen können und das Ding ist durch, aber vielleicht haben wir Glück. Mist. Die Türen brauchen wieder Strom. Vielleicht führt diese Leitung zu einer Stromquelle oder so. Ach, verdammt, das war ja klar, ich hab's geahnt.
Also hier oben rechts ist einer drauf, das haben wir ja schon gesehen. Den würde ich ehrlich gesagt ganz gerne kaputt machen, bevor wir da jetzt hingehen, aber ich weiß nicht, wie wir da jetzt hochkommen, ohne dass er uns sieht. Was war denn das für eine Resonanz gerade? Damit den Computer da runterkommt, oder? Hm. Okay. Wobei, wir können sie ja mal erfassen, die. Es kommt! Es kommt! Wände halten es nicht auf! Auch Türen nicht! Nichts hält es auf! Verstecken ist zwecklos! Es kommt! Diese Stimme klingt nicht wie die anderen. Das stimmt, das klingt nicht wie die anderen. Hm. Gehen wir jetzt natürlich erstmal nicht hin, da müssen wir jetzt einen totalen Umweg gehen. Da kommt, glaube ich, nicht zu uns, deswegen können wir den nicht aus der Deckung heraus angreifen, aber ich würde gerne warten, bis es wieder in die andere Richtung geht. Ah, ich glaube, es geht auch so, oder? Der dreht sich, glaube ich, nicht in unsere Richtung. Der hat aber lang gestrampelt, bevor er tot war. Oh, hier unten ist alles voller Benzin. Am Ende des Regenbogens quasi. Ah, da oben ist auch noch was. Oh, und da naschen ganz viele. Aber die sind beschäftigt. Perfekt. Hey, mach da weg. Oh, hier ist bloß eine blöde Flasche. Verdammt. War ich da schon drinne? Wo sind wir denn jetzt gerade? Nee, weil es ist ja noch das gleiche Gebiet, da waren wir noch nicht. Also gehe ich da jetzt mal rein und gucke, ob da was drin liegt. Ich muss sagen, so langsam gefällt mir diese Mischung aus... Kann es euch sein, dass es wieder eine Falle ist? So diese Mischung aus Schleichspiel und Horror, also dieses Horror-Survival-Splinter-Cell gefällt mir mittlerweile immer besser, muss ich sagen. Hat was. Auch wenn es nicht ganz so gruselig ist. Aber es werden auf jeden Fall noch gruselige Passagen kommen, da bin ich mir sicher. Wieso bin ich eigentlich am Kriechen hier? Das Training hört mich eh niemand. Okay, zurück. Wobei, ich glaube, die hören uns auch, die hören mich auch jetzt nicht. Würden die da überhaupt rauskommen? Ach, da muss ich hin. Ich muss da hin, sehe ich gerade, weil da ist das Stromding. Aber es sind auch nur zwei, also ich denke, es ist machbar. Das ist halt die Frage, wie mache ich das am besten? Hm. Was hatten wir hier? Wie könnte ich das... Okay... Kann ich die da durchschießen? Treffe ich die da beide? Ich weiß es nicht. Ich würde es gerne mal probieren. Ja, ich habe beide getroffen. Kann sein, dass sie hier nicht rauskommen? Doch. Aber ich denke, es war ganz okay. Wir haben nicht so viel Pistolenmunition verbraucht. Ein Bolzen, haben damit beide getroffen. Sehr schön. Auch gut zu wissen, dass man da durch beide durchschießen kann. Ich denke, das war taktisch ganz gut. Wir haben halt nichts gehabt, was die beide direkt ausnockt. Also irgendwas, was explodiert oder so. Und die jetzt hier reinzulocken und irgendwie versuchen, das Ding da anzuzünden. Ich glaube nicht, dass es einfach nur anbrennt, diese Benzinlache, wenn ich reinschieße. Jetzt müsste auf dem Gelände noch ein Zombie sein, der diese komische Axt in der Hand hat. Der da, oder? Ne, es sind noch zwei, Ja, und hier ist auch noch eine Axt, sehr gut. Das sollte jetzt funktionieren. Ich hoffe, es gibt keine weiteren Überraschungen.
Gehen natürlich hier hinten lang. Sicherheitshalber. Ich habe keine Ahnung, wie weit die gucken können, aber ich glaube, der Typ da drüben kann mich auch im Stehen nicht sehen. Ich will aber kein Risiko eingehen. Lily? Da war... Lily! Lily! Scheiße. Das ist, glaube ich, sein Lieblingswort. Scheiße. Lily! Scheiße oder ach du Scheiße oder irgendwas in die Richtung. Ich hoffe, ihr seid alle 18 und könnt mit solchen Worten umgehen. Schreibt's mir in die Kommentare. Schreibt's mir in die Kommentare. Lily, das kam von oben. Komisch, dass manchmal auch einfach solche Menschen Gel droppen. Das ist interessant. Sonst dachte ich eigentlich, wäre nur Zombies. Hier muss sie durchgekrochen sein. Ich sollte da auch durch. Sie ist ein tapferes und kluges Mädchen. Bestimmt geht's ihr gut. Ich muss sie nur finden. Tja, die Frage ist, wem gehört das Blut, ne? Okay, dem wahrscheinlich, dem der Arm gehört hat. Alles klar, es ist nicht Lily. Alles okay. Ich würde sagen, wir öffnen erstmal den Rückweg, weil da hört man schon wieder Zombies. Oh, da ist am Naschen, wie es aussieht. Ist die Frage, in welche Richtung? Bin nicht erschrocken, aber irgendwie nascht er nicht mehr. Ich würde ja gerne mal so einen hinterhältigen Angriff machen um die Ecke herum, aber hat sich bisher noch nicht ergeben. Okay, wir gucken erstmal hoch. Bevor wir da weitergehen. Da fällt mir gerade ein, wenn wir das Scharfschützengewehr gehabt hätten, hätten wir vielleicht auch die zwei Typen da in dem, an dem Stromgenerator oder was das war, mit einem Scharfschützengewehr platt machen können. Aber da habe ich jetzt... Wo ist denn der hin? Ich höre ihn auch gar nicht mehr. Ich muss darüber. Vielleicht gibt es auf der anderen Seite eine Möglichkeit. Ich habe noch gar keine Scharfschützenmunition weiter gefunden. Hä? Wieso sind denn die Zombies jetzt weg, die hier waren? Hier müssen doch noch zwei sein. Ich bin gerade verwirrt. Ich gehe jetzt doch nochmal auf die andere Seite runter, weil ich einfach wissen will, ob jetzt einfach alle Zombies verschwunden sind. Ich denke zwar eher, er wird uns dann irgendwie anfallen und von irgendwo aus der Seite auftauchen, aber da ist ja auf Garantie irgendwas einzusammeln. Aber bevor wir dieses Mysterium lösen, würde ich sagen, Cliffhanger, bis zum nächsten Mal, lasst einen Daumen da, abonniert und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Euer Paxis, bis morgen, hoffentlich, tschö.